Ein Zwischenbericht zum Brand des Grenfell-Turms in London Mitte 2017 hat der Feuerwehr trotz heldenhaften Einsatzes eine Mitschuld zugewiesen. So habe die Feuerwehr versäumt, rechtzeitig die Anweisung zurückzunehmen, in den Wohnungen zu bleiben. Einige Angehörige der 72 Toten forderten einschneidende Veränderungen. Dies ist meine Familie. Wir sind gekommen, um zu kämpfen, nicht um einen Film zu machen. Warum das alles? Warum? Nächste brennende Frage. Wer hat bei der Renovierung ab 2015 die wärmegedämmte Außenverkleidung bei dem 24-stöckigen Gebäude zugelassen, über die sich das Feuer innerhalb weniger Minuten ausbreiten konnte? Das sind doch bezahlte Profis, die sich für diese Arbeit entschieden haben, und sie haben einen Mangel an gesundem Menschenverstand bewiesen und lassen die Leute einfach selber über ihr Schicksal entscheiden, ob sie springen wollen oder die Rettungswege nehmen, und sie sollten nicht so leicht davonkommen. Es muss einen Kulturwandel geben, und der muss von oben beginnen. Das System muss überarbeitet werden. Siedlungsbewohner hatten sich schon seit 2010 in der Grenfell Action Group organisiert und forderten seit 2012 einen besseren Brandschutz. Die Leiterin der Londoner Berufsfeuerwehr. Da wir jetzt mehr über Gebäude wissen, die mit sogenannten Alu-Sandwich-Platten verkleidet sind, ist klar, dass sich etwas ändert, und wir werden damit weitermachen, bis all diese schrecklichen Verkleidungen entfernt sind. Frage, werden Sie also zurücktreten, wie es die Familien oder einige der Familien verlangen? Nein, werde ich nicht. Ich gehe in 6 Monaten in Rente und ich fühle mich verpflichtet, diese Veränderungen durchzuziehen. Wenn ich zurücktrete, kann ich das nicht machen und zum Schutz der Menschen in London beitragen. Auch die Abgeordneten des Unterhauses erhoben sich für eine Schweigeminute.